So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Und es kam wieder mal überraschend über Nacht und keiner hat damit gerechnet. Zumindest ich habe definitiv nicht damit gerechnet, habe es aber dann im Endeffekt heute Morgen gesehen durch Zufall. Und dann gab es auch einige Verwunderungen, weil eben Chroma 3 Schlüssel auf dem Markt waren, aber keine Kisten. Ich glaube, die waren einfach direkt immer ausverkauft. Und ja, jetzt will ich mal anfangen, ein kurzes Video drüber machen, einfach über die Vorstellung, was ich so von den Skins halte. Danach werde ich noch ein paar Kisten aufknacken und hoffen, dass Early Luck bei den Kisten, wo ich ja vermute, dass man einfach am Anfang immer ein bisschen mehr Luck hat, bei mir heute mal zieht. Verdient wäre es auf jeden Fall mal wieder. Dann gucken wir direkt mal durch. Hier fängt es an mit der SG553 Atlas. Sieht ganz nice aus, eine Waffe, die ich nie spiele. Von dem her kacke. Sort of Fubar. Ja, reißt mich jetzt auch nicht so richtig vom Hocker. P2000 Oceanic, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sieht ganz cool aus. Blau gefällt mir relativ gut. Aber ist halt wieder so ein elendiger Blueskin. Die MP9 BioLeak sieht richtig fett aus, auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, ob wir die vielleicht ziehen. Leider MP9 spiele ich auch relativ fast nie eigentlich, aber können wir dann ja mal probieren. Ist eine geile Echo-Waffe. 249 Spectre sieht ganz cool aus, aber ja, haut mich jetzt auch nicht so richtig vom Hocker. GSG-1 Orange Crash erinnert mich an die eine, gab es glaube ich schon mal so eine Orange, erinnert mich ein bisschen dran und ist halt auch Autotacker, relativ uninteressant. Dual Berettas Ventilators, ich habe, das sind alles wieder so komische Namen, sehen richtig fett aus, sind relativ nicht so aufgebraust, sieht aber richtig fett aus, die Details, aber Dual Berettas spiele ich halt auch nie. Autoschrotze muss natürlich dabei sein. Sieht extrem geil aus von den Farben. Da wäre vielleicht mal eine AK geil oder eine M41S in der Farbgebung. Tech 9 sieht extrem fett aus. Da bin ich mal gespannt, wie die Ingame rauskommt. Weil war schon ein paar Mal so, dass die Tech 9 auf den Bildern hier extrem geil aussieht. Ingame dann diese Farben total blass rauskamen. Okay, dann kommen wir zu SSG 08 Ghost Crusader. Sieht auch ganz okay aus, aber reißt mich jetzt auch nicht so wirklich vom Hocker. Da war ich auch schon bei der letzten relativ enttäuscht, was im Endeffekt rausgekommen ist. Galil A Firefight. Ja, nicht so wirklich der absolute Hammer. Die CZ75 Auto Red Astor sieht extrem geil aus, finde ich. Die werde ich auch hoffentlich in Star Trek irgendwie ziehen oder so. Das wäre mega nice. Wobei ich am Anfang, wie immer von den Preisen, ja wahrscheinlich erstmal die Skins wieder verkaufen würde. UMP 45 Primal Saber gefällt mir extrem gut. Wäre auch mal wieder ein Grund, öfters UMP zu zocken. Und gefällt mir optisch extrem gut. Und da steigen auch noch, das noch die Preise relativ hoch, weil die halt auch noch nicht so oft gezogen worden sind. P250 Asimov krank, richtig fett. Ja, feiere ich extrem, bin ich mal gespannt. Star Trek auch, wahrscheinlich gibt es noch gar nicht viele. Ich bin mal gespannt, wie da wie die Conditions sind, ob es die dann auch in Factory New gibt, wie die P90 zum Beispiel. Und dann kommen wir zu den heißen Sachen. OrnStyle Org wieder drin. Gefällt mir gar nicht. Ist halt wieder so ein Org. So, dann kommen wir bei den Red Ibis. Eine Bison, die brauche ich natürlich auf jeden Fall, weil ich ja der absolute Bison-Spieler bin. Gefällt mir optisch auch extrem gut. Müssen wir mal in-game anschauen. Sehen wir dann. Und die Chanticus Fire M41S, da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was ich davon halten soll. Ich wäre natürlich mega nice, die zu bekommen. Auch wegen Preis allein, das wird der teure Gegenstand drin sein. Aber müsste ich mal in-game angucken. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Kisten liegen gerade noch so bei 8 bis 10 Euro auf dem Steam-Markt, sind ziemlich schnell ausverkauft. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch gleich mal 10 Stück aufhebeln oder so und dann gucken wir mal, was das Luck sagt. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, was ihr von der Kiste bzw. von den Skins haltet. Knives gibt es wieder, die Chroma-Knives. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao.